Dann folgt die biblische Geschichte, einfach und kindgerecht erzählt. Und dennoch ist es wichtig, dass Sie die Geschichte nicht vorlesen, sondern erzählen, dass Ihr Kind sie verstehen kann. Die Kinder in diesem Alter haben eben nur einen begrenzten Wortschatz. Außerdem verstehen Einjährige nicht so viel wie zum Beispiel die Zweijährigen. Nennen Sie auch nur die wichtigsten Fakten in logischer Reihenfolge. Eine gute Regel sagt, je jünger das Kind ist, desto weniger Einzelheiten sollten erzählt werden. Und lenken Sie den Blick Ihres Kindes auf ein positives Vorbild, das es nachahmen kann. Zeigen Sie ihm die negativen Folgen einer falschen Handlung. Wählen Sie geeignetes Anschauungsmaterial zur Illustration aus. Sehr zu empfehlen sind die Bücher »Meine Lieblingsgeschichten aus der Bibel«. Sie enthalten viele Bilder. Auch eine Styroporplatte eignet sich hervorragend zur Darstellung biblischer Geschichten. Bausteine werden zu Menschen, gefaltete Papierstücke zu Zelten, ein paar Zweige zu Bäumen, Alufolie zu Flüssen und Seen, Wollfäden zu Wegen und im Nu ist eine Szene aus der Bibel entstanden. Die Kinder haben eine unglaubliche Vorstellungskraft und denken Sie daran, dass Sie mit der Geschichte ein Ziel verfolgen und nicht in erster Linie Ihr Kind damit unterhalten. Schließen Sie die Andacht mit Gebet ab. Denn durch die biblische Geschichte spricht Gott zu uns und im Gebet sprechen wir mit ihm. Manche Kinder möchten beten, bevor sie richtig reden können. Sie möchten das tun, was alle anderen in der Familie auch machen. Sie können ihm helfen, indem sie die ersten Worte selbst sprechen, sodass das Kind nur zu ergänzen braucht. Beginnen Sie zum Beispiel, lieber Jesus, danke für Papa, danke für... Und das Kind kann den Satz ergänzen. Vielleicht sagt es Mama oder nennt den Namen der Schwester oder des Lieblingstieres. Das Kind spürt, dass es mitbetet und es empfindet ihre Liebe und Gottes Liebe. Und wenn die Kinder etwas größer sind, kann man sie kurze Sätze nachsprechen lassen. Das Kind fühlt sich dabei erwachsen. Es kommt nicht darauf an, dass das Kind alles richtig aus- oder jedes Wort exakt nachspricht. Und später können Sie mit ihm gemeinsam überlegen, wofür Sie beten möchten. Es gibt so viel Grund zu danken. Für die Bäume, die Blumen, Tiere, Mama, Papa. Oder aber auch um etwas bitten, zum Beispiel für ein krankes Familienmitglied. Es wird nicht lange dauern, bis Ihr Kind seine eigenen Gebete sprechen möchte. Und dann wird es erst richtig schön, denn kleine Kinder sprechen im Gebet alles aus, über was sie gerade denken. Sie werden Phrasen übernehmen, die sie bei anderen gehört haben, aber lachen Sie nicht darüber, damit das Gebet nicht zur Show herabgewürdigt wird. Es sollte Ihnen auch ein Anliegen sein, den Kindern die richtige Haltung beim Beten beizubringen. Kniend, gefaltete Hände, geschlossene Augen. Es ist wichtig, dass die Kinder erleben, dass wir ehrfürchtig mit Gott reden. Viele Kinder müssen auf das Gebet vorbereitet werden. Dafür eignet sich ein kurzes Lied vor dem Gebet sehr gut. Beginnen Sie also am besten den Tag mit Jesus und nutzen Sie dann aber auch die vielen Möglichkeiten, durch den Tag die Gedanken Ihrer Kinder auf ihn zu lenken. Wenn Sie kochen, können Sie Ihrem Kind zum Beispiel die gute Kartoffel zeigen und ihm sagen, schau mal, weißt du, wer die Kartoffel gemacht hat? Der liebe Heiland. Er möchte, dass wir gutes Essen haben. Der Heiland liebt Tobias. Deshalb hat er so gutes Gemüse gemacht. Eine weitere Gelegenheit ergibt sich vor dem Essen, wenn das Tischgebet gesprochen wird. Es ist erstaunlich, wie bereits die Babys ihre Händchen falten, weil sie gewohnt sind, vor dem Essen zu beten und Gott für seine Fürsorge zu danken. Beim Spaziergang ergeben sich weitere Möglichkeiten zu entdecken, was Gott alles geschaffen hat. Die Bäume, die Blumen, die Vögel und. Die Kleinen bleiben bei jedem Steinchen stehen und freuen sich darüber. Warum sollten wir diese Gelegenheit nicht dazu nutzen, ihnen zu sagen, wer das alles gemacht hat? Bleiben Sie doch bei einer Rose einfach stehen und sagen Sie, danke, lieber Gott, für die Rosen.
Ich mag rote Rosen oder eben andere Blumen. Diese Erlebnisse werden das Kind praktisches Christentum lehren. Es wird einen Freund kennenlernen, der es den ganzen Tag begleitet und es von Herzen liebt. Ich fasse kurz zusammen. Unsere Kinder sollen Jesus in ihrer frühesten Kindheit als liebevollen Heiland kennenlernen. Deshalb beginnen wir den Tag mit ihm. Wir erzählen den Kindern von ihm, sprechen gemeinsam mit ihm und singen von ihm. Und wir beziehen ihn selbstverständlich ins Tagesgeschehen mit ein, denn er ist ja unser bester Freund. Kann es überhaupt etwas Wertvolleres geben? Gott segne Sie und Ihre Kinder.